Hallöchen, es freut mich wirklich sehr, dass du meinen Kanal eingeschaltet hast. Heute zeige ich dir, wie du so schöne Halloween-Windlichter selber machen kannst. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Hast du noch nicht abonniert, dann drück gleich auf den Abo-Button, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpassen kannst. So sehen die Windlichter im Dunkeln aus, wenn sie fertig sind. Wir brauchen Servietten, Kleber, einen Wasserspritzer, Pinsel und eine Schere. Wir legen uns die Serviette auseinander und schneiden sie in der Mitte durch. Wir nehmen uns die eine Hälfte, legen sie auf eine glatte Unterlage und besprühen sie komplett mit Wasser. Dann tupfen wir sie noch mit den Händen glatt. Dann nehmen wir uns Kleber und bepinseln damit die ganze Serviette. Und du musst überhaupt nicht mit dem Kleber sparen und auch immer schön in die Ränder pinseln. Jetzt ziehe ich es mir vorsichtig ab. Danach drehen wir es uns um und bepinseln die ganze Serviette noch einmal. Und ich bepinsele immer erst die Hinterseite und dann die Vorderseite, weil ich die Vorderseite dann noch mit Glitzer beschütte. Danach ziehe ich es mir wieder ab und schneide mir jetzt die abstehenden Kleberränder ab. Hier zum Beispiel habe ich violetten Glitzer verwendet. Und wie du siehst, die Servietten sind jetzt ganz fest geworden. Jetzt geben wir uns auf die Kante der Hinterseite Kleber darauf und kleben das Ganze dann so zu. Bei diesem Windlicht zum Beispiel habe ich eine Lichterkette hineingegeben. Bei dem anderen Windlicht habe ich mir ein Teelicht hineingegeben, aber ganz, ganz wichtig, immer in ein Glas. Und wie du siehst, hier das muss noch trocknen. Ich hoffe, dass dir mein Video gefallen hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln und schreib ruhig auch in die Kommentare, wie dir meine Windlichter gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!